schräg ist und Sie sehen Fische, dann wissen Sie allerdings nicht. Das stimmt, hier ist etwas nicht, ne? So, ich würde sagen, wir gehen rauf in die Schiffsbauhalle. Wer für den Aufzug fährt, drückt bitte auf 4. Es geht also nach vorne, das Schiff. Manche Gäste sehen das Schiff vor lauter Schiffen. Wir stehen also da hinten in der Halle. Nee, aber das, ich habe das manchmal. Die kommen hier rein und suchen hier vorne. Wo ist denn jetzt das Schiff? Ist das hier vorne das Schiff? Ja? Also 340 Meter lang, 37 Meter breit. Es fängt irgendwo links an und hört irgendwo rechts auf. Links haben wir den Bug, rechts haben wir das Heck, das also Achtern. Ja? Wenn jetzt irgendjemand meint, das ist das halbe Schiff oder es ist nur eine Bordwand, wie so eine Filmkulisse, dann ist das eine optische Täuschung. Ich habe das ganz oft, dass Gäste hier reinkommen und die meinen, das ist das halbe Schiff oder nur eine Wand von dem Schiff. Das Schiff liegt hier in kompletter Länge, in kompletter Breite in der Halle. Warum sieht das so aus? Von dieser Glaswand bis zur gegenüberliegenden Hallenwand, das Graue über dem Schiff, das sind 125 Meter. Wenn Sie sich die Teile, diese Löffel wieder rüber ins Dock und so entsteht das. Nächste Schiff. Ja, die Teile, die wir hier vorne sehen, die Blöcke sind alle für das nächste Schiff. Wir sehen hier zwei Schiffe im Bau, da hinten die Distillerie. Und hier vorne sehen wir keine Blöcke für die Celebrity. Ja, es reicht vollkommen. Denn das ist ja hier nicht das, was da eigentlich sehen ist. Aha, ja, danke. Können wir cool. Das ist hier schon wieder für das zweite Fetisch. Und wenn Sie sagen, es ist mir egal, wenn einer von Ihnen was liegt, dann reißt er mit Schlacht in das Schiff auf. Es gibt einen FKK-Bereich, ganz oben. Ja? Wenn Sie das mal machen möchten, gibt es eine Fetisch. Dieses Angezogen zu haben, das ist also schlimm. Nicht sofort zu Hause losgehen, das geht nicht. Ja, dieser Lehrgang. Ja. Wie Sie fortfahren, hier ist gerade egal, wenn Sie alle unter einer. Ansonsten, es
Und dann kommt Gander so unser Sperrwerk, da haben wir vorhin auch schon mal drüber gesprochen. Also wenn wir Flut haben, den höchsten Wasserstand haben, stauen die die Ems, die machen zu. Dass das Wasser nicht ablaufen kann, dann gibt es 6 Pumpen, die können in der Sekunde 100 Kubikmeter Wasser aus der Nordsee in die Ems pumpen. Und das macht man, wenn dieses Schiff überfüllt wird. Sonst könnte man das Schiff nicht in Ems pumpen. Ja? Man pumpt also Wasser aus der Nordsee in die Ems. Bis nach Gandersum und dauert circa 8 Stunden. Und da wartet das Schiff nochmal auf das Hochwasser und fährt richtig für das nächste Schiff. Und Sie sehen hier rechts und links den Kondor, das ist der größte Kran hier da, der Portalkran hier. Der kann 600 Tonnen tragen. Und wenn das Dock leer ist, fängt dieser Kondor an, nimmt die Blöcke von rechts, setzt sie nach links ins Dock und so entsteht das nächste Eis. Setzen Sie Schienen von oben. 2 Stück. Oh, shit. Sure.